Neben mir steht Hauke Hein, der eine neue kulinarische interessante Spezialität entwickelt hat. Ja, das ist richtig, ja. Um was handelt es sich denn dabei? Ja, es handelt sich dabei um Butella, hier. Ah ja, das erinnert ja an einen bekannten Brotaufstrich. Das Butt in dieser Wortschöpfung stammt wahrscheinlich von Butter. Nee, das stammt von Butt. Nee, ich habe letzte Woche so einen riesen Heilbutt gefangen. Ja, und da war noch was von über. Was von über? Ja, ja, der Korb, der Gekröse, die Gräten, all so ein Zeug. Ach, und daraus haben Sie dann die Butella gemacht. Ist ein bisschen irreführend, der Name, finden Sie nicht? Ja, ich hatte eigentlich auch zuerst an Heilbutella gedacht, aber das war für meinen Vater nicht gut. Hat sich immer zu sehr an früher erinnert, ne? Verstehe. Woraus besteht Ihre Butella denn noch, außer dass sie aus Fischresten besteht? Das geheim. Selbstverständlich. Sind Sie denn sicher, dass das ein großer Erfolg wird? Weil, also ich persönlich finde den Geruch schon etwas gewöhnungsbedürftig. Ja, er riecht jetzt nicht so toll, ne? Aber ist auch nicht für mich, ist für meinen Freund Mommsen, ne? Ach, und der mag den Geschmack von Gekröse. Nee, natürlich nicht. Ja, das war so. Ich war letzte Woche war ich mit dem Mommsen, ja. Da war ich mit dem Angeln. Ja, wir sind auf Zander sind wir gegangen, ja. Und da ist ihm irgendwann ist sein Köder ausgegangen und hat er sein Butterbrot genommen, ne? Mit Butella drauf. Was? Nee, natürlich nicht. Die gab's doch noch gar nicht. Nee, mit Blockwurst. Wissen Sie, was war? Die Fische haben angebissen wie verrückt. Was? Nee, überhaupt nicht. Der Zander mag überhaupt keine Blockwurst. Ach, und dann haben Sie die Butella erfunden. Ja, das ist richtig. Die Sie jetzt als Köder benutzen? Nee, nicht ich, der Mommsen. Ich nehme zum Angeln hier. Ich nehme Doppelkekse, ne? Oh, mit Butella drin? Was? Natürlich nicht. Das ist ja eklig. Hier, probieren Sie mal. Habe ich selber gebacken. Na dann. Oh ja, die schmecken aber gar nicht so übel. Ja. Wie heißen die denn? Die heißen Prinzenscholle. Dafür.